Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben in der letzten Folge einen schnellen Cut hier gemacht und wir müssen jetzt mit Hauptmann Janeve sprechen. Da werden wir uns jetzt mal schnell hinbegeben. Ich weiß auch nicht genau, wo die jetzt eigentlich ist. Ach, die ist erst hier ganz unten. Okay. Ja, da müssen wir noch ein bisschen weiter dahin laufen. Dann würde ich sagen, ich werde mich jetzt mal auf den Weg begeben. Und ich schneide dann den Weg dorthin mal raus. Bis gleich. So, da sind wir. Ah, und da ist auch der Hauptmann. Ihr seht aus, als ob ihr für euch selbst sorgen könntet. Willkommen im Tamrit-Lager. Ich wurde geschickt, um euch zu warnen. Resal Jul wird dieses Lager angreifen. Und beim Licht. Wir werden auf diese wahnsinnige Echse vorbereitet sein. Wir waren ihm auf der Spur, als wir auf diese armen, entwurzelten Leute gestoßen sind. Wir haben rasch dieses Lager errichtet, um den Flüchtlingen aus Schattenkamm und den umliegenden Gebieten Unterschlupf zu bieten. Wie kann ich euch helfen? Da meine Schwester sich zu einem Besuch hier entschlossen hat, muss ich das Lager sichern. Zu diesem Zweck brauche ich jemanden, die nach Jona Marose sucht. Jona behauptete, er könnte Resal Jul spüren. Das hat die anderen Flüchtlinge nervös gemacht. Er und seine Mutter sind aus dem Lager geflohen und verschwunden. Ich werde Jona und seine Mutter finden. Ein guter Soldat verlässt sich nicht nur auf ein tapferes Herz und eine brauchbare Waffe, sondern auch auf verlässliche Informationen. Gibt es noch etwas, das ihr mich fragen wollt, bevor ihr aufbrecht? Könnt ihr mir mehr über Resal Jul erzählen? Ich bin in meiner Zeit schon dem einen oder anderen Argonia begegnet. Ein interessantes Völkchen. Eng mit der Natur verbunden. Ruhig. Mit einem sonderbaren Sinn für Humor. Resal Jul ist völlig anders. Er ist böse bis ins Mark. Ich habe keinen Schimmer, wo Montclair ihn aufgetrieben hat. Aber er dient dem Baron schon seit Jahren. Und was macht er hier draußen? Chaos verbreiten. Er setzt irgendeinen Blutfluch ein, um unschuldige Leute in Blutunholde zu verwandeln. Das macht sie wild. Man kann nicht mehr für sie tun, als sie zu töten und von ihrem Leid zu erlösen. Beim Licht, wie zornig mich das macht. Könnt ihr mir mehr über Jona Marose erzählen? Seine Mutter versuchte, ihn zu beruhigen. Aber Jona war ganz aufgekratzt. Das hat alle nervös gemacht. Arkay weiß, dass diese Leute sich ein wenig Ruhe und Frieden verdient hätten. Da draußen ist es nicht sicher. Und ich glaube, hier sind sie besser dran. Sie könnten sich in einem der Türme in der Nähe verstecken. Kann er Resal Jul wirklich spüren? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht buhlt Jona auch nur um Aufmerksamkeit. Vielleicht ist er nicht ganz richtig im Kopf. Wie dem auch sei, wir müssen sie finden und hierher zurückbringen, damit ich mich danach voll darauf konzentrieren kann, Resal Jul ausfindig zu machen. Was macht Gräfin Tamrit hier? Sie behauptet, sie würde gerne dabei sein, wenn wir den verrückten Argonia endlich fangen und den Flüchtlingen durch ihre Anwesenheit neue Zuversicht schenken. Aber ich glaube, dass sie in Wahrheit nur hier ist, um mich zu kontrollieren. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihrer kleinen Schwester tatsächlich vertraut. Ihrer kleinen Schwester? Ja. Mein voller Name lautet Janeve Tamrit und ich bin die zweitgeborene Tochter des Hauses Tamrit und ein Hauptmann der Schaunhelmwache. Ich bin stolz auf meine Herkunft, aber ich will nicht, dass sich mir dadurch Türen öffnen. Ich will anhand meiner Taten und nicht anhand meines guten Namens beurteilt werden. Verständlich, das geht vielen so. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir mal ganz schnell hier oben den Wegschrein frei. Und ich sehe gerade da hinten, wo das Auge ist. Ich sehe aber auch, hier ist noch ein Buch. Was ihr gerne lesen dürft, wenn ihr eben Stopp drückt jedes Mal zwischendurch. So, es tut mir leid, manchmal denke ich dran, manchmal denke ich nicht dran. Aber sobald ich alles vorbereitet habe und hochgeladen habe auf Eiferwölfin, dann könnt ihr solche Sachen auch einfach, ja, euch vorlesen lassen. Mein großes Projekt. Ich habe schon angefangen, aber ich habe noch nicht alles soweit. Geht weg, lasst uns in Ruhe. Ich will kein Blutunhold werden. So nicht, mein Freund. Kommen da noch mehr? Nee, das ist...
kommen. Sonst sind es doch immer drei Wellen. Hallo. Okay, das war's dann anscheinend schon. Ich glaube, er ist hochgelaufen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ach, das macht mich immer so kirre mit dieser nahen Ansicht. So Treppen hochzulaufen. Nicht runterspringen, es ist alles in Ordnung. Ihr habt nichts gesehen, ihr habt nichts gesehen. So. Ich weiß ja nicht, ob jetzt noch irgendjemand kommt, deswegen. Hört auf, mit mir zu reden. Schlimme Stimme, geh weg. Mutter, bitte helft mir. Wir werden euch heilen, Mutter. Ich verspreche es. Das? Ich hätte jetzt mit einem kleinen Jungen gerechnet. Nicht, dass er Jonah ist. Was stimmt nicht? Leise. Der Böse kann eure Worte in der Luft schmecken. Er naht. Blutunholde begleiten ihn. So viele Blutunholde. Sie wollen unser Blut. Wollt ihr damit sagen, dass Resal Jul in der Nähe ist? Ich habe Resal Jul in einem Traum gesehen. In der Nacht, als Schattenkamm angegriffen wurde. Ich konnte seine Gegenwart spüren. Und jetzt spüre ich ihn ständig. Er beobachtet uns, er lauert. Er kommt, um uns zu holen. Mutter ist wegen all dem krank vor Sorge. Geht es eurer Mutter gut? Mutter? Mutter geht es gut. Gut, gut, gut. Mir geht es auch gut. Uns allen hier geht es gut, 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 gut. Okay, ich würde mal sagen, er ist eindeutig verrückt. Ihr solltet ins Lager zurückkehren. Dort ist es sicherer. Nein, nein, nein. Das wäre schlecht. Ich habe den anderen Angst eingejagt. Sie mochten mich nicht. Außerdem will ich Resal Jul nicht zum Lager führen. Sag dem Hauptmann, dass es mir leid tut. Ich werde hier bleiben. Vielleicht lässt er das Lager in Ruhe, wenn ich mich hier mit Mutter versteckt halte. Okay, dann kehren wir mal wieder zum Lager zurück. Das ist natürlich das Dümmste, was er machen kann. Andererseits, in seinen ganzen Wahn, muss ich sagen, hat er ja schon irgendwo auch einen edlen und klaren Gedanken. Er versucht halt eben, ja, den Resal Jul von den anderen fernzuhalten, ne? Beziehungsweise die Blutunholde von da fernzuhalten. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Das ist ein sehr nobler Gedanke, aber das ist offensichtlich schon schiefgegangen. Wo ist denn hier? Wir hatten überhaupt keine Vorwarnung. Bei Arkai, die Vampire. Sie haben so schnell zugeschlagen. Ich sehe weder Hauptmann Janeev noch Darien. Als die Vampire angriffen, haben sich Janeev und Darien sofort mitten ins Getümmel gestürzt. Ich verlor sie aus den Augen, weil ich zurückblieb, um das Lager zu verteidigen. Aber ich hörte noch, wie Janeev Befehle rief. Vielleicht hat eine der Wachen gesehen, was danach geschehen ist. Ich werde mit den Wachen sprechen. Hier, nehmt diese Heilverbände. Wenn ihr euch schon mit den Soldaten unterhaltet, könnt ihr mir auch dabei helfen, die Wunden zu versorgen. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. Und sie sicherlich auch. Sucht anschließend meine Schwester. Sie neigt dazu, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen, wenn ich sie nicht im Auge behalte. Ja, das haben Geschwister sehr oft so an sich. Wir nehmen noch schnell die Befehle. Liebste Janeev, ich hatte eigentlich vor, dies hier als offizielles Sendschreiben zu verfassen. Befehle des Anführers des Hauses Tamriit an seinen berühmtesten und tapfersten Hauptmann. Aber ich bin noch neu in dieser Rolle als Familienoberhaupt. Und schließlich bist du meine Schwester, also halten wir diesen Brief leicht und formlos. Dein Hauptziel ist es weiterhin, den abtrünnigen Agonia Resal Jul zu finden. Wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet, diese Bedrohung auszuschalten, dann hast du meine Erlaubnis, sie zu ergreifen. Aber nimm keine unnötigen Risiken auf dich, die deine Sicherheit oder die der Truppen gefährden. Die heldenhaften Männer und Frauen unter deinem Befehl sollten nicht unnötig aufs Spiel gesetzt werden. Und wie immer solltest du den Bewohnern von Kluftspitze helfen, wenn du welchen begegnest, die in Not oder Bedrängnis sind. Die Unruhen, für die Montclair in ganz Kluftspitze gesorgt hat, setzen uns allen zu.
Gehöfte wurden zerstört, Friedhöfe und Stätten der Anbetung entweiht, Familien zerbrochen und Bürger unseres Landes verwundet oder gar getötet. Hilf jenen, die Hilfe brauchen. Wenn du sie triffst, organisiere sie und richte, wenn nötig, zeitweilige Lager ein. Lass einen deiner Lieutenants Aufzeichnungen über Namen, Dörfer und Unglücksfälle führen, damit wir lagebezogene Hilfe leisten können. Und bitte vergiss nicht, mir alle paar Tage einen Bericht zu übersenden. Ich weiß, wie ungern du deine Gedanken niederschreibst, aber du bist dort draußen, meine Augen und meine Ohren. Außerdem mache ich mir doch solche Sorgen, wenn ich dich nicht regelmäßig von dir höre. Bitte tu das deiner neuen Gräfin nicht an. Deine dich liebende Schwester, Iselde. Oh, falsch. Gräfin Iselde, Oberhaupt des Hauses Tamriet. Das ist leider nur gestohlen und, wie wir wissen, mag der das nicht so. Oh, Moment, da ist einer. Hat Gräfin Tamriet euch einen Umschlag für mich gegeben? Ich könnte etwas gebrauchen, das den Schmerz lindert. Gräfin Tamriet wollte, dass ich euch diesen Verband gebe. Danke. Das wird meinem verletzten Arm guttun. Die Vampire, sie griffen ohne Vorwarnung an. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Habt ihr Hauptmann Janeve gesehen? Nein, tut mir leid. Alles ging so schnell. Es gab viel Gebrüll, viel Geschrei und eine Menge Chaos. Ich wünschte, ich könnte euch mehr helfen. Aber ein bisschen gelogen haben wir ja auch, ne? Sie hat ja gesagt, wir sollen denen helfen, nicht, dass wir denen einfach nur die Verbände so von Latz knallen. Da ist noch einer. Gib mir nur etwas Zeit, um mich zu erholen. Und ich komme wieder auf die Beine. Gräfin Tamriet meinte, ihr solltet vielleicht diesen Verband brauchen. Ihr könntet vielleicht diesen Verband brauchen. Danke. Für eine Adlige kennt sich die Gräfin aber wirklich gut mit ordentlichen Verbänden aus. Ich habe zwar ein paar Treffer eingesteckt, aber ich hatte trotzdem mehr Glück als die meisten, schätze ich. Ich hoffe nur, dass keiner meiner Freunde als Blutunhold wieder aufersteht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich versuche, Hauptmann Janeve zu finden. Sie hat uns befohlen, das Lager zu verteidigen und die Flüchtlinge zu beschützen. Dann ist sie losgelaufen, wie ein Wirbelwind. So ist unser Hauptmann eben. Ich habe noch gehört, wie sie rief, sie hätte Reza al-Jul gesichtet. Aber dann war sie auch schon zu weit weg, um sie über den Schlachtenlärm noch zu hören. Ja, und da wir Darien kennen, der ist dann kopflos hinterher. Nach dem Motto, diese Holdemaid, die muss ich beschützen. Und ich bin ja ein Held und ich muss mich immer ins Abenteuer stürzen. Insbesondere, wenn mein Leben daran hängen könnte. Diese armen Schweine. Sie versuchen nur, einen sicheren Ort zu finden. Aber die Katastrophe scheint ihnen zu folgen. Gräfin Tamriet wollte, dass ich euch diesen Verband gebe. Ah, ein Heilerverband. Gut. Mir sind Bandagen lieber als Tränke. Mir schmecken Heiltränke immer zu sehr nach Sumpfeisen-Ale, das man durch verschwitzte Pferdeschweife gefiltert hat. Ich muss Hauptmann Janeve finden. Sie setzte drüben am Fluss etwas Richtung Westen nach, das aussah wie eine dunkle Wolke. Ich bin mir ziemlich sicher, das war der Nekromant, nachdem wir auf der Jagd gewesen sind. Der Hauptmann verabscheut Nekromantie und die schwarzen Künste. Wahrscheinlich hat sie es deshalb so sehr auf ihn abgesehen. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt hinterher... Sieht nur so ein bisschen komisch aus, als ob das eigentlich auf meiner Seite gewesen wäre. Oh, einmal ab durchs Wasser. Den nehmen wir mal kurz mit. Achso, da ist er. Beziehungsweise sie. Nee, Darien ist es. Was? Das ist nur eine Fleischwunde. Keine große Sache. Aber ich sorge mich um Hauptmann Janeve. Was ist mit dem Hauptmann geschehen? Sie hat Reza al-Jul entdeckt und ist ihm nachgelaufen. Ich habe natürlich die Verfolgung aufgenommen. Seine Vampire umzingelten uns. Und während ich sie abwehrte, wurde der Hauptmann fortgeschleppt. Sie brachten Janeve in diese Höhle. Beeilt euch. Ihr müsst sie retten. Was ist mit euch? Ich kann kaum stehen. Ich würde euch nur aufhalten. Ich werde Verstärkung zu euch schicken. Falls welche auftaucht, heißt das. Ich habe ein paar Fragen. Ich kann es nicht fassen, dass mir ein verdammter Vampir einen solchen Hieb verpassen konnte. Aber ich war eben zu sehr damit beschäftigt, Janeve zu beschützen.
Die Schwestern des Hauses Tamrit sind beides tapfere und gute Frauen. Bitte helft Janeth, wenn ihr könnt. Warum wurde das Lager überhaupt überrascht? Die Shornhelm-Soldaten waren durchaus wachsam. Aber ich glaube, dieser dreimal verdammte Argonier hat Magie benutzt, um ihr Herannahen zu verbergen. Sie sind so schnell und leise vorgerückt, dass ein gutes Drittel des Lagers am Boden war, ehe Janeth und ich auf den Angriff reagieren konnten. Seid ihr sicher, dass Rezal-Jul hier vorbeigekommen ist? Oh ja, in der Tat. Wenn ich diese verdammte Echse in die Hände bekomme, schwöre ich, dass ich ihm die Haut abziehe, um mir ein paar Stiefel daraus zu machen. Mit denen würde ich durch Trollmist stampfen. Die Leute aus dem Lager waren nur einfache Leute. Jetzt sind die meisten tot, die armen Hunde. Ja, findet den Eingang zur Höhle. Das dürfte dann hier hinten sein. Was ist mit dir? Ist deine Mutter gerade... Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Mutter ist hungrig, aber mir wird ein wenig übel, wenn ich ihr beim Essen zusehe. Sucht ihr den Hauptmann? Sie haben sie in die Höhle gezerrt. Der Böse wird ihr schreckliche Dinge antun. Was für schreckliche Dinge? Rezal-Jul bedient sich mit Vorliebe an Teilen von verschiedenen Leichen, um daraus völlig neue Kreaturen zu erschaffen. Genau das wird er wahrscheinlich auch dem Hauptmann antun. Oder er verwandelt sie in einen Blutunhold. Die Höhle ist voller Vampire. Vielleicht solltet ihr den Geheimgang benutzen. Geheimgang? Ihr müsst mir sagen, wo dieser Geheimgang ist. Bitte, bitte tut mir nichts. Ich muss mich um Mutter kümmern. Ich sage euch, was ihr wissen wollt. Der Gang ist dort drüben. Er ist schmal, schwer zu sehen, geheim. Ich habe Rezal-Jul dort hinein und herausgehen sehen. Zeigt mir, wo dieser Gang ist. Da, ich habe geholfen. Mutter hat immer gesagt, dass ich anderen helfen soll. Quetscht euch dort einfach durch. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Beim Questen habe ich das sicher mal verwendet, aber mit den anderen Chars, mit denen ich die Quests alle durchgespielt habe, bin ich ganz ehrlich, ich habe immer nur weitergeklickt. Ich glaube, ich habe den Geheimgang gar nicht benutzt. Ich glaube, ich bin dann einfach da durchgelaufen. Cool. So, tötet Rezal-Jul. Ich schalte das mal ein bisschen weiter zurück, damit ich hier besser sehe. Und wir müssen mal eben die Karte... So, damit ich auch sehen kann... Okay, da kann ich eigentlich erstmal durchlaufen. Ja, ich weiß, dass ihr Vampire seid und so weiter. Trotzdem laufe ich hier durch. Ich muss ja jetzt hier nicht stundenlang mich mit Kämpfen beschäftigen. Guten Tag und auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war wunderschön. Aber nur so lange, bis ihr mich angegriffen habt. Das ist euch klar, ne? Esst, meine Kinder. Labt euch an Knochen und Blut. Bringe ich euch eigenhändig um! Jetzt hauen die alle ab. Ist das dein Ernst? Macht, meine Kinder. Angriff. Nix Angriff. Wo kommst du jetzt her? Meine Schwester. Wo ist sie? Also da hinten verstehe ich ja noch, aber wieso kam der jetzt von hier? Ist sie jetzt schon wieder weg? Hallo, deine Schwester ist doch gar nicht hier, oder wer von den beiden Schwestern war das jetzt? Dem Licht sei Dank! Janeth, meine Schwester, du lebst! Wartet, was ist passiert mit... Nein, nein, nicht du, Janeth, nicht du! Was? Wo bin ich? Schwester? Was hat er mir angetan? Was hab ich getan? Janeth! Oh, Janeth! Uns fällt schon was ein. Bleib einfach ruhig. Bitte. Ich brauche eure Hilfe. Janeth, meine Schwester. Rezal-Jul hat sie mit seinem Blutfluch belegt. Sie wird zu einem Vampir. Vampire sind böse. Vollständig böse. Aber bei Arkay, das ist meine Schwester. Was möchtet ihr denn tun?
Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber ich muss stark bleiben. Vampire sind unheilig. Böse. Ich kann meine Schwester nicht zu einem dieser Monster werden lassen. Sie muss sterben. Es wird ein Akt der Gnade sein. Bitte sprecht mit Janeve. Versucht, sie ein wenig zu trösten, während ich über meine Entscheidung bete. Bist du dumm oder was? Ich meine, da ist ein Vampir. Na gut, sie weiß es nicht, ne? Der König Emmerich hat ja gesagt, dass er das verbergen soll. Aber da ist ein Vampir jederzeit unter ihr und sie sagt, die sind alle nur böse, ich muss die jetzt töten. Hallo? Oh, ich könnte es jetzt noch verstehen, wenn sie ein Zombie werden würde oder sowas. Ja, aber... Ich kann es in euren Augen sehen. Ich verwandle mich. Nein. Werde zu einem dieser Dinger. Nein, ich weigere mich, der Verzweiflung nachzugeben. Ich will leben. Verdammte Götter, ich will leben. Woher sollen wir wissen, dass ihr nicht zu einem Monster werdet? Ich habe meine Schwester gehört. Sie hält mich für böse, unheilig. Aber ich bin immer noch ich. Ich bin noch immer der Schild des Hauses Tamrit. Ich bin immer noch ihre kleine Schwester. Wir haben so etwas doch schon früher gesehen. Nicht jeder Vampir ist ein Monster. Ich kann mich beherrschen. Ich will leben. Ich stimme euch zu, Hauptmann. Ihr verdient eine Chance, euch zu beweisen. Wir sollten euch am Leben lassen. Und was ich hier nicht sagen werde, wir werden euch allerdings töten, wenn ihr doch zu einem Monster werdet. Vielen Dank, meine Freundin. Ihr seid weise und voller Gnade. Ich werde meiner Schwester beweisen, dass ich noch immer die Frau bin, die sie kennt und liebt. Ich werde dieser Krankheit niemals nachgeben. Ich werde weder Haus Tamrit noch Kluftspitze je verraten. Möge das Licht euch führen. Diese Entscheidung wird uns noch leid tun. Denkt an meine Worte. Verschwinden wir einfach aus dieser üblen Höhle. Und möge das Licht uns auf dem Weg leiten. Achso, ich dachte gerade, mich erwarten jetzt hier die ganzen Vampire. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das zeigen die mir hier nicht an. Achso, kehrt zu Darien zurück. Der müsste rechts sein, oder? Ich will jetzt hier nicht durch die ganzen Viecher durch. Betet, dass eure Entscheidung, meine Schwester zu retten, kein Fehler war. Ich werde Arkay um Toleranz ersuchen. Aber ich bin nicht sicher, dass ich je akzeptieren werde, dass dieser Vampir wirklich Janeve ist. Da Rezal Jul tot ist, sollten die Flüchtlinge nun sicher sein. Ja, unsere Arbeit hier ist getan. Jetzt müssen wir unsere Aufmerksamkeit diesem verräterischen Baron Montclair widmen. Doch ehe wir aufbrechen, sollt ihr wissen, dass ich euch dankbar für die Rettung meiner Schwester bin. Ich hoffe nur, dass eure Gnade sich nicht als schrecklicher Fehler erweist. Und wir erhalten einen präzisen, einhändigen Dolch. Ich glaube, die gibt es auch nur in einhändig. Vom Set Dunkelschritt und einen Fertigkeitspunkt. So, jetzt haben wir nur noch erlebt, das Dolchsturzbündnis. Ah, da geht's weiter. Bereit zum Weiterziehen, Heldin? Verandis hat mich benachrichtigen lassen. Ich weiß, wo wir als nächstes hingehen müssen. Ich bin bereit. Was hat Verandis euch gesagt? Es gibt eine alte Ruine in den Lorkrata-Hügeln nordöstlich von Shornhelm. Verandis meinte, seine Forschungen hätten ihn dorthin geführt und er bräuchte eure Hilfe. Warum er euch braucht, wenn er mich hat, werde ich wohl nie verstehen. Aber er ist der Meister, woran er mich auch ständig erinnert. Na, eingebildet ist die gute Gwendis ja gar nicht. Was ist mit der Gräfin und der Shornhelm-Wache? Sie werden an den Ruinen von Lorkrata nicht gebraucht. Darum müsst ihr und Verandis euch kümmern. Ich werde die edle Dame auf den neuesten Stand bringen, was in Nordspitz vor sich geht. Dort könnt ihr uns treffen, sobald ihr und Verandis mit den Ruinen fertig seid. Ich schätze, da mache ich mich wohl in die Lorkrata-Hügel auf. Ja, und damit ist auch die heutige Folge wieder zu Ende. Wir haben ein neues Ziel. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo genau das Ziel ist. Ich denke mal, dass wir uns dann dort an Ort und Stelle in der nächsten Folge wieder treffen werden und nicht genau hier. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sie leben zu lassen, aber ich habe innerlich gehofft, dass Verandis ihr eventuell helfen kann, ja, ihren Blutdurst zu zügeln, sage ich mal. Und ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall im Laufe der Story noch
eine Antwort erhalten werden, was mit ihrer Schwester geschehen ist. Ehrlich gesagt, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, weil, wie gesagt, ich habe es mal mit ein paar Chars komplett durchgequestet, also alles in Tamriel. Und das sind so viele Quests, das sind wirklich nur noch die Anfangsquests, die wir hier machen. Immer noch, nach, ich weiß nicht, 130 Folgen oder so. Und ja, da kann man sich wirklich nicht mehr an alles erinnern. Ich sag trotzdem mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.